Mein Gebet, fantastisch. So, herzlich willkommen am Stadtrat Carré. Ich freue mich ganz besonders, dass Jean-Pierre heute moderiert. Auf ganz spontan, es war auf der Hinfahrt ein Anruf, ob ich auch Lust hätte. Genau, wer kann das besser genug? Vielen, vielen Dank. Also ich bin auch sehr froh, jetzt habe ich meine ersten Worte heute mit unserem Mikrofon. Wir haben auch wirklich was Tolles zu zeigen, wo man wirklich auch toll drüber reden kann und auch sehr viele Informationen. Richtig, ja. Ne? Definitiv, ja. Wir sind sehr stolz drauf, auf das, was wir hier zeigen dürfen. Wir sind natürlich auch sehr stolz auf das, was wir über die Jahre erreichen konnten. Ursprünglich haben wir ja nur ein bisschen Urlaubsburg gekriegt, mein Bruder nicht. Und dass wir jetzt heute so ein tolles Fahrzeug besitzen, hier dürfen wir eine große Möglichkeit. Ja, ich kann nicht die Zeit mitgebracht haben. Für mich ist es auch immer wieder faszinierend, die Marke KW über die Reise mitzuverfolgen, auch mitzubegleiten. Weil, wenn man KW wirklich vor vielen Jahren beobachtet hat, es ist wirklich von Jahr zu Jahr eine Steigerung. Und wenn man auch jetzt vor so einem Auto steht wie diesem hier und KW dann dort drin sieht, ist es halt wirklich nahezu am Glück. Und das muss man ja auch dementsprechend erstmal auch bewerkstelligen, dass das technologisch auch funktioniert. Und wenn man ursprünglich startet als ein Gewindefahrwerkhersteller, ein Sportfahrwerkhersteller, und wenn man sieht, was technologisch in so einem Fahrzeug drin ist, bewegen wir uns ja wirklich in ganz anderen Sphären. Ja, das ist richtig. Wir haben über die Jahre natürlich durch die Erfahrung im Rennsport gelernt, auf was es ankommt. Wir haben sehr viele Entwicklungsingenieure über den Motorsport kennengelernt, aber natürlich auch über Bachelor-, Master-, Doktorarbeiten, die wir im Haus durchgeführt haben, und haben in die ganze Entwicklungsmethodik für hydraulische Ventile sehr viel Geld investiert, und das bezahlt sich natürlich zum Glück irgendwann aus, und wir haben uns schon riesig gefreut, dass wir dieses Jahr mit dem DTM-Titel die Solid-Piston-Technologie mit unseren Verdrängerdämpfern so erfolgreich präsentieren konnten. Der DTM-Sieger steht hinter euch. Hier oben auf der Grafik haben wir den auch veröffentlicht. Um den geht es heute natürlich nicht, aber die Basis für das, was wir hier jetzt machen, ist eben die Forschung und Entwicklung hier am Standort, nicht hier am Standort, sondern unserem Standort in Fichtenberg und die ganze Mannschaft, die da dahinter steht. Wir haben mittlerweile 100 Mitarbeiter, die im Bereich Forschung, Entwicklung und Motorsport tätig sind und sich darum kümmern, dass wir am Ball bleiben. Ihr seid ja auch noch fleißiger als wir in Sachen neue Gebäude, weil was bei KW ständig neu gebaut wird, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen, ist auch wirklich sehr beeindruckend. Dazu kommt aber, was wirklich viele Leute glaube ich unterschätzen, ist, dass ein Hersteller in der Lage ist, ein Gewindefahrwerk wirklich liefern zu können für den Kunden in dem Golf 3, das auch wirklich kontinuierlich macht, dort Marktführer wirklich ist und dann weiterhin geht, Technologie bietet für die DTM und jetzt auch weiter zu dem Fahrzeug, was wir gleich enthüllen, ist halt eine Ausspreizung, die es so nicht gibt. Das muss man wirklich sagen. Ja, ich glaube, die Breite im Programm ist wirklich riesig. Wir haben mehr als 4.500 Verkaufsartikel und können bei uns eben im Kundentakt die Artikel produzieren, weil wir eine sehr hohe Fertigungstiefe im Haus haben. Und neben diesen Verkaufsartikeln sind wir eben auch sehr stark im Prototypenbau, auch bei Industrieprojekten. Wir haben ja auch noch ein paar Technologiepartnerschaften, Wimag, Brabus, Austin Martin Wesen. Also alles Kunden, die auf uns zurückgreifen, weil wir in diesem Bereich Entwicklung, Abstimmung, Fahrdynamik, Prüfstand, ja, ein guter Partner sind. Auf jeden Fall. Wir können auch rübergehen zum Auto, ein bisschen reingehen und auf dem Weg dorthin können wir auch noch fragen, was sind denn so neue Pläne für 2024? Ja, in 2024 wird Le Mans ein ganz großes Thema für KW werden. Es gibt zum einen die neue LMGT 3 Klasse, da werden dann die Fahrzeuge, die wir dieses Jahr in der DTM gesehen haben, auch in Le Mans antreten. Das ist die neue Klasse anstelle der GTE, also LMGT 3. Dort werden wir 6 Fahrzeuge ausstatten. Wir haben die BMW GT 3 LM, die Aston Martin GT 3 LM und wir haben noch Porsche GT 3 LM. Und darüber kommt dann die Hyperclass, und
das Fahrzeug, ich denke, wollen wir es jetzt enthüllen? Ich würde auch sagen, dass man jetzt langsam mal zeigen kann. Man kann ja schon grob erahnen, dass hier drunter kein Golf 3 ist. Das ist wirklich sehr hypermäßig und wir sind sehr gespannt, wie ihr das Auto zu finden werdet. Okay, dann versuchen wir es mal zusammen. Wir beide machen das jetzt von vorne. Ja, weiß ich nicht. Klappt das? Und ziehen mal. So. So. SC63 steht vor uns. Ein Fahrzeug aus der LMDH-Klasse. Richtig, ein LMDH Hypercar von Lamborghini, Spagna Corse. Genau, ein Auto, was in einer Klasse antreten wird, die ich sehr spannend erwarte, weil das LMDH-Programm technologisch gesehen wirklich sehr, sehr viel in sich birgt und halt auch wieder echt Motorsport zeigt, auch mit sehr hoher Motorleistung. Und wie wir hier sehen können bei Lamborghini, darauf achtet, Flächen zu designen. Und viele von diesen Herstellern bauen einfach Autos zur Funktion. Aber all diese kleinen Winkel und Kanten sind halt, oder die Öffnung hier von dem Deckel ist, ist halt alles wirklich immer diese Lamborghini-Sprache. Und das finde ich ist auch wirklich schön zu sehen, dass ein Hersteller in der Klasse antritt und trotzdem das Auto mit der richtigen Designsprache verkörpern will. Und nicht nur wie manche einfach mit den Frontwellen draufteilen und der Rest muss funktional sein, weil dieses Auto ist von vorne bis hinten 100% Lamborghini und auch 100% KW-Fahrwerk. Richtig, ich bin jetzt nicht der Designer, ich wäre so der Hydraulik-Mensch für die Dämpfer. Für uns bedeutet das natürlich Fahrzeuge, die Topspeed von über 340 fahren auf der Geraden. Man versucht das Fahrzeug aerodynamisch so wirksam wie möglich zu betreiben. Dafür werden ganz spezielle Dämpfer gebaut, die Dämpfer sind in der Lage. Danke, ja, hallo miteinander. Schön, dass ihr so zahlreich hier bei uns am Stand seid. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich kann ja vorbeigehen, noch mal ganz kurz Hallo gesagt. Ja, ja. So, wir haben neue Sachen. Ich bin gespannt. Ich sehe neue Farbtöne. Ja gut, wir haben uns ja letztendlich zur Aufgabe gemacht, ein bisschen nach dem Motto, wie bei unseren Fahrwerken, für jeden Anspruch das Passende anbieten zu wollen. Bei den Fahrwerken ist das uns ganz gut gelungen. Bei den Rädern ist das eine unglaubliche Herausforderung, dieses Ziel zu verfolgen oder dieses Ziel zu erreichen, Kunden für jeden Anspruch das passende Rad zu liefern. Und bei Rädern gibt es dann, obwohl es ein relativ einfaches Produkt zu sein scheint, sehr viele Parameter, sehr viele Variablen, auf jeden Fall. Die letztendlich das zu einer unglaublichen Herausforderung machen. Und wenn man das hochmultipliziert, dann sprechen wir von Millionen von Kombinationen, die technisch denkbar machbar sind. Ja, und man hat sich eben in der Vergangenheit darauf fokussiert, BMW, Audi, Mercedes, Porsche vielleicht, Räder zu machen, also die technischen Variablen hat da zu Limitierungen geführt und dann kommt natürlich das Design, Farbe, farbliche Elemente und so weiter und genau da haben wir unser neues Programm BBS Unlimited geschaffen, diese Limitierungen aufzuheben, das war das Ziel und in diesem Jahr zeigen wir so die nächsten Stufen der Individualisierungsmöglichkeit der Zukunft. Ja, weil es ist wirklich immer wieder verärgert oder wirklich ein absoluter Krampf, das merken wir auch. Wenn viele Kunden bei uns reinkommen, dann sehen die einfach das Rad und wollen dieses Rad haben. Aber wenn ein Faktor nicht stimmt, ob Einfallstiefe, Breite, Größe, Lochkreis, dann ist dieses Rad einfach nicht ein bisschen nicht fähig oder das passt gar nicht, sondern es ist einfach raus. Und da ist einfach der Faktor, warum das ein wirklich sehr anspruchsvolles Geschäftsfeld ist. Und halt der Begriff Unlimited passt auch wirklich sehr gut, um halt dieses Problem zu lösen. Und das finde ich auch immer noch eine sehr, sehr kluge Idee, dass wir einfach diesen Faktor Lochkreis, der ja ultimativ zerstörerisch ist, weil wenn der nicht passt und du hast 120 und die Felge dort liegt bis 112, dann ist diese Felge einfach nicht aufs Auto zu kriegen. Und nur im Adaptersystem damals, aber dann steigt die Einpasstiefe und dagegen ist halt die Erfolge. Gut, ja, wir haben Möglichkeiten geschaffen, eben all diese technischen Varianten zu beeinflussen. Wir liegen heute Räder in den Dimensionen, Durchmesser, 18, 19, 20, 21, 22 Zoll, Maulwinkel 8 bis 12, 13 Zoll in Halbzollschritten, Einpresstiefen, Veränderungen von plus 60 bis minus 20 in 3 mm Schritten. Es ist alles machbar. Ja, und ob ein Rad passt oder nicht passt, ist von ganz vielen Faktoren abhängig.
wir kennen das ja. Also Menschen wie du und ich, wir leben oder fahren Autos gerne am Limit, ja, und bewegen uns dann auch bei der Radauslegung, ja, am Limit. Ja, und wenn es dann einmal ein bisschen über am Limit war, zu weit ist, ja, dann heißt es halt ganz lapidar für Radfreiwilligkeit ist zu sorgen und welche Konsequenzen das dann wieder haben kann. Ja, der Erfahrung gesammelt hat, der weiß es. Ja, und ja, genau das sind die Dinge, wo ich sage, da wollen wir Möglichkeiten bieten, eben noch Eingriff zu nehmen und das möglichst perfekt hinzubekommen. Genau, und das macht ihr, indem ihr ein System habt, wo die Felge unseren Lochkreis technisch hat. Ja, gut, unsere Räder, Limited Räder, mein Lochkreis 117,5, das ist immer ein schönes Rätsel. Genau. Ich frage mal dann die Radexperten, 117,5, wo passt es? Und dann fangen die an zu grübeln. Gar nicht. 117,5 passt nirgendwo. Und dann sage ich, genau, das ist das Rad, das passt nirgendwo und überall. Also es passt in jedem Fahrzeug von 100 bis 130. Jeder denkbare Lochkreis kann da damit abgedeckt werden. Eben über die Kombination mit den Adaptern. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir konsequent einen Weg weitergehen, den man in der Fahrbranche, der Zubehörbranche ja ohnehin schon geht, nämlich die Nabenbohrung. Die wird in aller Regel über ein Zentrieren abgebildet, das heißt, da ist schon ein Funktionsmaß vom Rad entkoppelt. Und wir haben einfach dann die Nabe vom Rad entkoppelt. Wir haben ein Rad, wir haben die Adapter, wir haben unsere Zentrierungen, die im Übrigen in diesem ganzen System technisch das absolut anspruchsvollste Produkt, die wichtigste Komponente sind, weil das ist technisch die ganz große Herausforderung. Wie zentrieren wir die Bauteile exakt im Gewicht, um den bestmöglichen Grundlauf nachher zu erzeugen? Das einmal, und ich bin auch immer ein faszinierender Punkt, dass du technisch gesehen ein Rad gekauft hast und ein BBS-Rad ist wirklich, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber eine Investition, die du so fürs Leben hast. Das nimmst du ja so mit. Ich kenne viele Kunden, die ihren BBS-Räder behalten, wenn sie ihr Auto verkaufen. Und das ist mit dem neuen System ja auf jeden Fall eine umsetzbare Lösung. Das heißt, du nimmst das Rad runter und dann hast du ein Mercedes vorher gehabt und holst jetzt ein BMW, dann legst du das hin und kaufst quasi nur dazwischen die neue Adaptierung und behältst die Felge. Oder du behältst deinen BMW und ersetzt ihn durch einen neuen BMW X. Und BMW ändert mal kurz den Lochkreis von 120 auf 112 und dann zukünftig auf 130 zu gehen, was als nächstes passieren wird. Und dann stellst du fest, dass selbst das Beibehalten des Fahrzeugsmodells keine Garantie ist, die Räder weiter zu verwenden. Du sprichst es an, ja, also mehrere Punkte. BBS ist definitiv eine Investition. Hätten ich in BBS der S-Räder investiert vor vielen Jahren, wäre das eine bessere Wertanlage gewesen, wie in Gold zu investieren. Das Schlimme ist, ich mache es jetzt gerade ganz, ganz schlimm. Diese Sucht nach diesen Rädern ist wirklich, wirklich verteufelt. Also ihr werdet videotechnisch erschlagen werden die nächsten Wochen. Und ihr werdet euch fragen, was mit mir nicht stimmt, aber BBS ist da sehr viel Thema. Das wusste ich jetzt gar nicht, aber so wie jetzt offensichtlich vielen anderen Kunden auch, weil das ist unterenthusiast immer die erste Frage, ja, ob wir vielleicht noch ein paar RS-Teile oder RS-Felgen hätten und sagen wir, selbst als Besitzer der Unternehmung, ja, haben wir keinen Zugriff auf diese Teile und leider Gottes haben wir sie nicht mehr. Ich aber. Ich habe gerade sehr viel gekauft. Ich kaufe auch momentan einfach nur Sterne. Ja, gut für dich, wenn die anderen nun denken, die nichts bekommen haben. Nein, also die Liebe ist groß. Ich finde auch, wenn man das Logo sieht, das BBS-Logo, und ich habe selbst eine Felgenmarke und trotzdem kann ich ganz klar sagen, wenn ich das BBS-Logo sehe, sehe ich Qualität, ich sehe deutsche Ingenieurskunst, ich sehe etwas, was eine unheimlich hohe Wertigkeit hat und es ist auch ein Logo, was oftmals über eine Automarke oder mit einer Automarke zusammensprechen kann. Ein BBS-Logo darf an einem Porsche sein, ein BBS-Logo darf an den ganzen Autos dran sein. Manchmal sieht man so moderne Felgenmarken und du siehst halt einen Porsche, und dann siehst du den Felgenname und dann denkst du dir so, schwierig. Und das ist bei BBS nicht der Fall. Das ist das größte Image, was wir kriegen. Ja gut, keine Frage. Also die Marke steht natürlich für sehr viele positive Attribute. Sicherlich auch negative Dinge, die man da erfahren hat. Aber die Marke ist unglaublich stark. Die Marke steht für Qualität. Ist sicherlich Erfolg der Leute, die dann diese Räder produzieren. Ja, gut, die Marke steht über allem. Die Marke alleine ist aber dann nicht ausschlaggebend dafür, ob man Erfolg hat oder keinen Erfolg hat oder ob man den Kunden das geben kann, das die Kunden tatsächlich suchen und erwarten. Und unsere Aufgabe ist es, zukünftig dafür zu sorgen, unter der Marke auch wieder das zu bekommen,
was man sucht und was man erwarten kann. Das klingt aber ganz gut. So, da ich heute auf der Hinfahrt den Anruf bekommen habe, ob ich hier vorbeikommen kann, muss ich leider genauso spontan wieder gehen. Jürgen, Klaus, ja, für die ganz liebe Einladung. Vielen Dank ja, für die Kommentation. Frau, was haben wir noch einmal? Was haben wir noch? Gut, ja. Also ich meine, ihr dürft euch gerne auf den Stand umschauen. Ja, WBS Unlimited, die Mitarbeiter werden es dann auch noch erklären. Wir haben hier auf dieser Seite zweiteilige Geräte.